Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich denke, wir fangen an mit unserer kleinen Plauschrunde, Talkrunde zum Thema Open Governance. Wer spricht für das Netz? Wir haben zwei Sprecher des Netzes oder wie auch immer, wir werden das noch testen. Hier auf dem Podium dürften viele schon ein Begriff sein. Ich begrüße ganz herzlich Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, CCC, und zugleich auch Forscherin, Informatikforscherin an der HU. Nicht mehr an der HU. Gewechselt. Gewechselt. HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Okay, aber auch in Berlin noch, ja. So, wunderbar. Und last but not, naja, wir sind hier nur zu dritt hier auf dem Podium. Last but not least, Linus Neumann. Er dürfte Ihnen bekannt sein als Blogger bei netzpolitik.org, die ja auch einige Kampagnen angestoßen haben in letzter Zeit. Und ganz frisch ist auch gegründet worden die Digitale Gesellschaft. Im März war das, glaube ich, oder April, zur Republika, zu der Bloggerkonferenz. Und auch eben ein neuer, ja, Verein oder ja, Verein, der eben dafür antritt, die Interessen des Internets zu vertreten, wobei wir jetzt dann natürlich auch gleich nochmal klären wollen, was das überhaupt für Interessen sind und von wem die auch ausgehen. Also allgemeine Themen gibt es da natürlich viele, das werden wir dann auch alles anreißen. Zum Beispiel Netzneutralität ist sicherlich einer der Punkte oder Datenschutz oder Informationsfreiheit. Ich denke, das sind alles so Themen, wo es auch so eine Art Konsens gibt. Das wollen wir dann gleich noch mal ein bisschen besprechen. Also zumindest in der Netzgemeinde, in der ominösen. Vielleicht fangen wir erstmal eigentlich die Dame, aber nein, wir fangen jetzt trotzdem mit dem Herrn an, weil wir heute erstmal ein bisschen was hören wollen über die digitale Gesellschaft. Dass ihr beide vielleicht mal eure Vereine ein bisschen vorstellt und dann fangen wir eben bei dem ganz neuen Verein an. Der ist auch ein bisschen in die Kritik geraten am Anfang, von wegen, was Transparenz angeht, was eben auch so, wer steckt dahinter und welche Interessen sind da wirklich dabei. Vielleicht, Linus, kannst du uns da ein paar Sachen erzählen, so von den Startschwierigkeiten, Geburtswehen so einer Vereinigung. Als Geburtswehen, Startschwierigkeiten sind natürlich jetzt sehr interessante Worte. Also wir haben diesen Verein eigentlich aus der Überlegung gegründet, dass wir uns ja eigentlich alle, die wir da Mitglieder sind, seit langer Zeit auf dieser netzpolitischen, in diesem netzpolitischen Bereich bewegen und uns irgendwie auffällt, dass wir da irgendwie keine endgültigen Lösungen gefunden haben für die Probleme, die wir da sehen, sei es jetzt die Netzneutralität, sei es das Problem mit der Vorratsdatenspeicherung, ja, haben wir jetzt wieder, und Netzsperren immer wieder haben wir die gleichen Themen und wir haben uns überlegt, naja, wie kommt das eigentlich? Wir kommen doch jedes Mal mit sinnvollen Argumenten und erklären, warum das alles Unsinn ist. Müsste doch eigentlich mal inzwischen jemand auch verstanden haben. Da haben wir uns überlegt, naja, was machen denn diejenigen anders, die es schaffen, diese Themen immer wieder neu zu setzen. Gegen jede, also diese Diskussionen, die werden irgendwann abgeschlossen, dann fangen sie wieder von vorne an. Und dann haben wir uns überlegt, naja, woran liegt denn das und was haben wir nicht als, ja, als Bürgerbewegung, was die anderen haben? Und die Antwort war, ja, Lobbyisten. Wir haben keine Lobbyisten und wir haben weniger Kohle und wir haben keine Leute, die professionell diese, unsere Interessen vertreten. Zumindest nicht so professionell, wie es die anderen schaffen, beispielsweise sowas wie der Bitkom, der ja auch heute Abend hier vorhanden ist. Hallo. Und da haben wir uns überlegt, ja, das bräuchten wir auch. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das mal und gründen diesen Verein. Und diese, da dann eben dran stand Lobbyismus, gab es dann eben Kritik, weil ja die Idee des Lobbyismus von vielen Leuten als nicht besonders positiv konnotiert zu sehen ist, dass sehe ich eigentlich prinzipiell ähnlich. Ich habe mir nur gedacht, naja, wenn die anderen dreckig kämpfen, dann versuche ich es auch mal. Und daher rührten dann anfängliche durchaus ja, Kritik, bevor der Verein überhaupt irgendwas gemacht hatte, gab es dann eben Kritik daran, dass es ein Lobbyverein ist.
oder einer da anstrebt, einer zu sein und sich anschickt, eventuell Aktivisten auch finanziell den Rücken frei halten zu wollen. Jetzt habt ihr ein bisschen spät reagiert und die Mitgliederliste auch erst ein bisschen später veröffentlicht. Muss man da wirklich, also wie viel Transparenz ist nötig für so eine Vereinigung, dass man auch sagt, man spricht quasi für die Netzgemeinde? Oder ist das überhaupt nicht der Anspruch? Also ich glaube, wenn man sagt, wir sprechen für die Netzgemeinde, dann ist das ja, wird zu Recht gesagt, ja, aber die Netzgemeinde hat ja ganz vielfältige Interessen und vielleicht wollen die ja auch, dass irgendwie ihre Daten gespeichert werden, das Internet irgendwie manipuliert wird, sie bestimmte Seiten nicht aufrufen können. Vielleicht wollen die das ja alles. Dann sollten sie tatsächlich auch eine Bürgerrechtsbewegung gründen, die diese Interessen vertritt, weil das tun wir nicht. Wir versuchen, jene Interessen zu verteidigen, von denen wir glauben, dass sie grundsätzlich ohne eine besondere politische Prägung eine freie und offene Gesellschaft erhalten können. Und da denke ich, dass, also wenn man sagt, man möchte keine Vorratsdatenspeicherung haben, die Gründe dafür sind relativ klar. Und ich denke, dass das eigentlich eine Forderung ist, die im Interesse aller Menschen ist. Aber natürlich kann ich nicht, oder im Interesse der Gesellschaft ist, in der wir leben und zu ihrem Wohl beiträgt, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung verhindern. Aber natürlich kann das sein, dass andere Menschen andere Interessen haben, dann sollen die eben ihren Verein gründen. Ich kann nur sagen, ich finde das immer sehr interessant, wenn wir wenn wir zu einer Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf aufgefordert werden, dann geht diese Aufforderung an ungefähr zwischen 25 und 30 Empfängern, wovon, wenn man den Föbut, den CCC, den Verein Digitale Gesellschaft abzieht, der Rest Wirtschaftslobbyisten sind. Also da ist noch Platz auch für andere Gruppen, die sich für Bürgerrechte stark machen wollen. Noch Platz für andere Gruppen. Jetzt gibt es ja schon eine Gruppe, die das auch seit 30 Jahren inzwischen tut, den CCC. Ist das jetzt so eine Art Konkurrenz oder ist das so eine Geschäftsbeflügelung und so? Oder wie sehen der CCC jetzt? Nee, ich glaube, also unser Selbstverständnis unterscheidet sich da schon signifikant von der digitalen Gesellschaft. Also zunächst mal ist der CCC eine Hackervereinigung. Das ist er im Kern noch immer und das will er auch bleiben. Und ich glaube, so ein bisschen die Zuschreibung ist eher von Dritten passiert, zu sagen, die sprechen für die Netzgemeinde oder einzelne unserer Sprecher. Es ist gar nicht so, dass wir uns diesen Schuh so gerne anziehen wollten, aber das ist schlicht passiert. Und ich glaube natürlich, dass die Bedeutung der Technik in der normalen, erstmal über eine Gesetzgebung, aber auch im normalen Leben, in Bildung und Arbeitsleben und so weiter, in der privaten Kommunikation dazu beigetragen hat, dass diejenigen, die eine technische Expertise haben, so gesehen werden. Und dann hat der Club auch schon immer, also ich meine, wir werden ja in diesen Tagen 30, diese zwei Seiten gehabt, die technische Analyse, aber auch eine ganz klassische Technikfolgenabschätzung. Und daher rührt sicherlich auch, dass viele so sehen, dass wir für die Netzgemeinde sprechen. Ich würde mir den Schuh selber nicht anziehen, weil natürlich in der Netzgemeinde, die ich doch sehr intensiv beobachte, natürlich auch Strömungen gibt, für die möchte ich nicht sprechen. Und also deren Ziele würde ich mir auch nicht zu eigen machen. Aber ich glaube trotzdem, dass es schon alleine ein mediales Interesse dafür gibt, dass jemand sich im Sinne dieser ominösen, was eine schöne Beschreibung dafür, ominösen Netzgemeinde äußern. Insofern, ich denke, einen Teil davon nimmt der CCC ein als Rolle. Aber wir sind, also wenn man jetzt mal das Verhältnis zur digitalen Gesellschaft sieht, waren nicht ganz unglücklich, dass jemand jetzt mal sagt, wir gründen eine Lobbygesellschaft. Denn wir sehen natürlich über unsere deutschen Grenzen schon mal hinweg und gucken uns an, wie wird es in anderen Ländern gemacht? Also wie werden da diese digitalen Bürgerrechte vertreten, von wem und wie, auch organisatorisch und strukturell? Und ich denke, würde Deutschland nicht schaden, eine schlagkräftige Lobbyorganisation für Netzrechte zu haben? Es gibt tatsächlich auch, also inhaltlich natürlich Kooperationen und wird zumindest eine zukünftige Kampagne geben, die wir gemeinschaftlich planen. Okay, da sind wir schon gespannt. Wie ist das denn mit den Erfolgen, also so die Startzündung für den Netzaktivismus, wird ja viel mal betrachtet, die Zensursula-Kampagne, also so Netzaktivismus größeren Ausmaßes, wo es eben um die Verhinderung
der Netzsperren ging. Das ganze Thema ist natürlich schon älter. Online-Durchsuchungen oder Vorratsdatenspeicherung sind natürlich so die Dauerrenner, wo auch immer schon viel dazu gesagt wurde und auch die Gerichte natürlich bemüht wurden. Kann man sagen, dass die Netzgemeinde, die wir eigentlich ja nochmal ein bisschen definieren müssten, was uns aber heute, glaube ich, schwerfallen wird, ob die hier in diesem Zusammenhang tatsächlich große Erfolge feiert? Also manche traditionellen Vereinigungen meinen ja schon, die Politiker, sobald die irgendwie hören, digitale Gesellschaft oder CCC sagt dies und das, müssen sie jetzt hüpfen und springen und Bitkom und sonst was haben gar nichts mehr zu sagen. Naja, aus meiner Sicht ist natürlich schon in den letzten Jahren, und glaube auch, dass Zensur Sola da ein Anfang war, deutlich zu sehen, dass eine Gegenöffentlichkeit im Netz existiert und dass natürlich auch insbesondere Medienvertreter wahrnehmen, welche Meinungen in Blogs und über Twitter oder dergleichen geäußert werden. Ich denke, das sieht man deutlich, aber dass sich auch der Netzprotest so natürlich auf die Straße verlagert hat. Ich glaube, neben der Petition damals bei den Netzsperren war zum einen wichtig, dass sich zumindest Teile der Wirtschaftsverbände, namentlich ECO damals, auch auf die Seite der Netzcommunity gestellt haben. Ich glaube, das war nicht unwichtig. Es gibt ja durchaus, ich würde das auch gar nicht so stark abgrenzen von den Wirtschaftsverbänden, durchaus manchmal gemeinschaftliche Ziele. Und ein zweiter Punkt war, dass die Leute plötzlich auf die Straße gingen. Also es gab da diese denkwürdige Spontan-Demo mit vielleicht 300 oder 400 Leuten vor der Bundespressekonferenz mit sehr vielen Schildern, die natürlich enorme mediale Aufmerksamkeit bewirkt haben. Und dieser Schritt über die Medien ist, glaube ich, der einzig funktionierende. Für unser CCC gibt es halt noch einen zweiten Punkt. Das sind aus meiner Sicht die Stellungnahmen an das Gericht, die natürlich über den Tag hinaus eine Wirkung hatten, die wir vielleicht auch selber nicht so eingeschätzt haben. Also die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Das ist ja so eine Art Selbstläufer, wenn man sagt, man spricht für die Netzgemeinde und hat damit überall, findet damit überall offene Ohren auch im Bundestag oder in der Politik? Also ich glaube, das Problem rührt ein bisschen daher, dass diese Strukturen, Bundestag und Politik, die du ansprichst, die wollen halt einen Ansprechpartner haben. Ja, das ist ja nicht, die wollen einen haben, der für die spricht. Dann kann man den einladen und dann sagt er da seinen Teil. Und das ist ja bei Markus Beckedahl, einem Gründungsmitglied des Vereins, und schon seit Jahren der Fall. Und beim CCC ja genauso. Ja, dass irgendwie diese Fragen werden gestellt, den muss einer beantworten. Wen haben wir da? Okay, dann nehmen wir den. Insofern, ob man das jetzt gut findet oder nicht, am Ende muss eben irgendwie jemand da stehen und diese Interessen irgendwie vertreten. Ob man das jetzt so in Ordnung findet oder nicht, die Struktur ist eben so, dass da ein Ansprechpartner gesucht wird. Jetzt ist es ja so, dass von der Politik, also man ein Lernprozess findet statt. Konstanze, wenn ich dich zitieren darf, es gibt ja hier gerade die neue Ausgabe von Politik und Kommunikation, Kampf ums Internet. Die Lobby der Netzbürger formiert sich, also wir sind hier brandaktuell mit unserem Thema und da wird Konstanze zitiert mit dem schönen Ausdruck, die Parteien wanzen sich an die Netzpolitik ran. Das klingt jetzt so negativ, ich habe es aber gar nicht so negativ gemeint, vielleicht ein bisschen. Also natürlich merkt man zum einen, also ich merke es auch in meiner eigenen Arbeit in der Enquete-Kommission, wo man ja doch sehr eng mit Politikern zusammenarbeitet, dass es mehrere Generationen gibt. Und die jüngeren Abgeordneten, die wir heute sowohl im Bundes- wie in Landtagen haben, sind selbstverständlich nicht mehr netzpolitikfern, weil sie schlicht in ihrem normalen Arbeitsleben, und manche ja schon in der Schule, damit aufgewachsen sind. Ich sehe natürlich da eine gewisse Spaltung, weil die Älteren in der Regel die mit etwas mehr Macht natürlich auch mehr Abstand haben zu dieser digitalen Welt. Okay. Aber dass es ein größeres Interesse gibt, ist, glaube ich, unbestreitbar. Und ich glaube, gerade die Enquete-Kommission ist dafür ein Beleg. Immerhin haben sich da die Fraktionen des Bundestages ja auch zusammen drauf geeinigt, dass sie diese Enquete-Kommission einrichten wollen, über dessen Nutzen man natürlich noch mal eine eigene Veranstaltung machen könnte. Aber zumindest, dass es als wichtiges Thema gesehen wird, ist, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren Usus, zumindest hier in Berlin. In den Landtagen übrigens nicht anders. Also wir haben auch sehr viele Anfragen, die jetzt sich aus verschiedenen Landtagen dann zu uns kommen. Enquete-Kommission war das Stichwort Internet und digitale Gesellschaft. Da haben wir den Namen auch schon wieder drin. Der wird uns verfolgen. Man hört da jetzt so einiges von wegen, ja, guter Wille ist da und man setzt sich zusammen und spricht viel und diskutiert viel. Nur bei den Handlungsempfehlungen, bei den konkreten, da hapert es ja bisher. Man kann sich zum Beispiel nicht einigen
auf eine gemeinsame Position zur Netzneutralität. Auch beim Urheberrecht ist alles so ein bisschen wackelig geblieben. Wie weit ist denn so der Fortschritt tatsächlich in der Politik? Also sind die netzaffin genug jetzt inzwischen? Nein, natürlich sind die nie genug, weil natürlich im Bundestag, einfach wenn man den Gesamtbundestag sieht, eine Menge netzferne Abgeordnete sitzen. Aber nun sehe ich auch ein, dass im Bundestag auch andere wichtige Themen dort sind und nicht nur die Netzpolitik. In der Enquete-Kommission sind natürlich zunächst mal Abgeordnete vertreten, die ein reges Interesse an dieser Netzpolitik haben. Trotzdem sieht man natürlich in jeder von den Projektgruppen, auch in denen, die sich jetzt gerade neu konstituieren, die üblichen Widersprüche, die man von vornherein erwarten könnte. Das liegt zum einen an den politischen Fraktionslinien, die sich sehr deutlich auch in der Projektarbeit niederschlagen. Es liegt aber natürlich auch daran, dass viele Themen eben neben diesem zukünftigen Denken für die nächsten 5 oder 10 Jahre in der Enquete-Kommission gerade aktuell in Gesetzgebungsverfahren behandelt werden. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist sehr schwer zu überwinden. Und natürlich, also die hammerharten Wirtschaftsinteressen, die da auch durchgesetzt werden sollen, das merkt man natürlich schon. Okay, habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich anders erwartet. Was haltet ihr denn von der Idee, dass man sagt, man versucht tatsächlich auch aus der Netzgemeinde heraus eine Art Charter aufzustellen, die dann eben auch tatsächlich einige Punkte klar definiert und wo man sagt, da ist eine gewisse Einigkeit auch da. Ist sowas überhaupt denkbar, dass man da so einen Vorschlag macht, wo man dann sagt, also das ist jetzt wirklich hier Konsens und da sollte sich die Politik auch dran orientieren, oder ist das vollkommen utopisch? Also wenn du mich fragst, hat John Perry Barlow das vor einiger Zeit mal so in der Art gemacht, oder? Mit seiner Declaration of Independence of the Cyberspace. Ja, die ist ja schon ein paar Jahre alt, von 98, glaube ich, war. Ist schon etwas älter, ja. Was ansonsten weiß ich nicht, was du mit einer richtigen Charter jetzt, also auf was du jetzt genau ansprechen würdest, aber weil Constanze da was zu sagen möchte. Na, ich glaube, wenn man die Declaration of Independence sieht, so muss man, glaube ich, ehrlicherweise dazu sagen, dass John Perry Barlow sich heute davon distanziert und auch sagt, er hätte sowohl inhaltlich wie vor allen Dingen in der Form so nicht mehr gemacht. Das sagt er heute ja eigentlich bei jeder Gelegenheit. Ehrlich gesagt, so eine Konsens- Charter, ich sehe da wenig Sinn drin, ganz einfach deshalb, weil ich Konsensgequatsche den ganzen Tag höre. Also ich hätte auch keine Lust, mich auf irgendwelche Kompromisslinien zu einigen, weil ich nämlich glaube, dass die verschiedenen Interessen, die die Vereine, Clubs oder Gesellschaften vertreten, nicht immer gleich sein müssen. Das finde ich auch nicht, also die Gleichmacherei wüsste ich nicht, was bringen sollte. Also ich meine, Bitkom, Echo und irgendein dritter Verband einigen sich auch nicht, sondern formulieren ihre eigenen Ziele. Ich glaube, es sollte in unseren Lobbyorganisationen auch so sein. Ich sehe den CCC durchaus als eine Lobbyorganisation. Und zwar zunächst mal für die Ziele, die wir uns selbst definieren. Ja, ich dachte halt auch ein bisschen so als Gegenvorstoß zu so Netzpolitikrahmen, die zum Beispiel im Bereich der OECD ja jüngst verabschiedet wurden, wo erstmal viel Interessantes gesagt wird zu Netzneutralität und anderem, aber wenn es dann eben darum geht, dass man sagt, wie bekämpft man Urheberrechtsverstöße im Internet, ist ja da eine ganz klare Aussage, dass die Provider hier stärker mit einbezogen werden sollten und dass man eben auch solche Warnhinweissysteme eventuell aufbaut, bis hin zu Internetsperren letzten Endes, die dann immer hier drohen. Da dachte ich eben, dass man da vielleicht doch mal was dagegen setzt, so einen gemeinsamen Anstoß oder so. Aber das scheint nichts in der Planung zu sein. Am Ende ist es ja ein Agenda-Setting, dass man sich also auf Forderungen einigt und die auch laut kommuniziert. Ich denke, die DigiGES hat es in gewisser Weise auch schon getan. Wir haben, also als CCC hat natürlich auch schon getan. Es gibt mehrere solche Forderungskataloge. Der letzte war so ein 12-Punkte-Plan, was wir für die Zukunft für wichtig erachten. Ich denke, das passiert eigentlich schon. Wir müssen vielleicht eher dafür sorgen, dass diese einzelnen Forderungen in den konkreten Gesetzgebungsverfahren hier in Deutschland, aber natürlich auch auf Brüsseler Ebene Gehör finden. Das ist aus meiner Sicht schwieriger. Für Deutschland funktioniert das ganz gut. Für die Brüsseler Ebene sehe ich das noch als unterentwickelt an. Wir sind dort, ich glaube, die DigiGES auch,
Teil von EDRI, European Digital Rights. Also es gibt da eine Lobbyorganisation, die sich auch auf europäischer Ebene da einsetzt, aber da ist noch sehr viel Optimierungspotenzial. Und da sind wir natürlich schon bei dem neuralgischen Punkt und der ist schlicht natürlich auch Geld. Ja, genau. Das ist natürlich auch noch ein Thema. Wie finanziert sich denn so ein Lobbyismus überhaupt, also so ein Netzlobbyismus? Wo bekommt man denn da überhaupt Gelder her? Man auch ein Verein, trägt er sich allein von den Mitgliedsgebühren oder gibt es da Mitgliedsgebühren oder wer bezahlt hier diesen Lobbyismus? Wir haben ein Spendenkonto und sind gemeinnützig. Wir können also Spenden entgegennehmen. Das haben wir bis jetzt seit dem Start des Vereins nicht mehr so groß beworben, weil wir erst jetzt mit unserer Bank irgendwie so ein Spendentool und so haben, wo man das dann irgendwie sehr leicht übers Internet machen kann, wie sich das für einen Internetverein gehört. Wir haben Förderung von der Stiftung Bridge bekommen für die Netzneutralitätskampagne und also meine persönliche Überzeugung ist eigentlich, das ist so ein bisschen mein Anspruch, dass sich das Ding möglichst wirklich aus Spenden finanziert. Weil ich darin auch in einer gewissen Form so eine Art Legitimation sehen würde, dass man also sieht, okay, möglichst viele, möglichst bunte Spenden. Daher soll sich das finanzieren. Ansonsten denke ich, kann man natürlich auch erwähnen, dass es dann durchaus auch Firmen gibt, die da Zusammenarbeiten anbieten, was natürlich so ein Punkt ist, den wir dann bei uns auch in den Treffen immer diskutieren, wo wir noch keine ganz klare Linie haben, wie damit umzugehen ist, wenn also bestimmte Firmen, die vielleicht auch an anderen Stellen andere Interessen haben, wenn die jetzt ankommen und uns irgendwie bestimmte Geldbeträge irgendwie anbieten wollen. Prinzipiell glaube ich, sind wir da eher so offen, dass wir sagen, wir nehmen, also von Organisationen, die nicht ganz offensichtlich gegen andere unserer Prinzipien verstoßen, nehmen wir jeden Geldbetrag an. Und selbstverständlich ist jede Form von Einflussnahme auf die Arbeit des Vereins ausgeschlossen. Okay, ist das auch in der Satzung festgeschrieben oder? Ich habe die Satzung leider nicht im Kopf und ich bin da leider jetzt nicht hundertprozentig, kann ich keine vernünftige Antwort drauf geben, außer die, dass das selbstverständlich mit gesundem Menschenverstand gemacht wird. Wir werden das im Internet vielleicht nachlesen können. Könnt ihr machen, ja. Wie ist es? Noch ganz kurz, Mitgliederliste. Welcher Verein hat denn noch seine Mitglieder irgendwo vollständig aufgelistet? Das würde mich. Na, ich denke schon, dass es einige. Naja, das sind ja, machen. Moment, bei Ihnen sind das ja nur vier. Verbände Sie haben ja auch. Nicht, das sind, ich spreche ja von Privatpersonen, das haben Sie doch bei sich nicht da aufgelistet. Ja, Unternehmensmitglieder, ja, würde ich dann auch noch. Okay, vollständige Liste der Unternehmensmitglieder, aber ich glaube, das ist kein anderer Verein und das auch, also ist ja auch aus verschiedenen Gründen vielleicht auch eine sinnvolle Sache, dass man nicht alle seine Mitglieder online stellt. Wir fanden natürlich einen anderen Ansatz. Von Anfang an ist natürlich auch ein ewiger Streit bei uns, denn ich sehe natürlich schon, dass bezahlte bürgerrechtliche Lobbyarbeit anderswo wohl funktioniert. Da gucke ich immer mit so einem gewissen weinenden Auge in die USA, wo so Vereine wie ACLU oder EFF, die Electronic Frontier Foundation, einfach wirklich fähige Leute für relativ viel Geld, weil sie nämlich auch nicht irgendwen wollen, sondern wirklich gute Leute, vor allen Dingen bei den Anwälten, anstellen, wo ich immer so einen gewissen Neid habe. Aber das ist natürlich auch eine andere Spendenkultur und eine andere Fundraising-Kultur, die die Amerikaner da haben. Beim CCC ist da eigentlich schon lange Jahre immer mal wieder Streit, aber es hat sich da, glaube ich, eine sehr starke Mehrheit gebildet, dass wir alles ehrenamtlich machen. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme für die großen Veranstaltungen, die ja mittlerweile 3.000-4.000 Leute umfassen, haben wir eine halbe Stelle für ein halbes Jahr, die wir bezahlen. Ansonsten ist es komplett Ehrenamt. Und ich glaube, dass für eine Organisation wie ein CCC auch diese Form, diese zugegeben idealistische Form von Lobbyismus auch nur funktioniert, weil keine Form von Druck dahinter ist, sondern alle das machen in dieser Arbeit, in diesem Hackerverein, worauf sie Lust haben. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu einer
Vereinigung auch zu DigiGuess, aber vor allen Dingen natürlich zu den wirtschaftlichen Lobbyverbänden, die schlicht bezahlte Funktionäre haben. Bei uns strukturell nicht so angelegt ist und auch nicht gewünscht ist. Trotzdem manchmal natürlich ein bisschen neidisch auf sehr funktionierende Lobbyorganisationen gucken. Also bei der IFF, immer wenn ich in Kontakt mit denen komme, dann habe ich da schon einen gewissen Neid. Einfach weil die sehr schlagkräftig sind, weil die Top-Juristen bezahlen, die natürlich auch die Stellungnahmen machen. Und diese Form würde aber letztlich nicht zu uns passen. Also wir sind ein Technikverein. Wir befassen uns mit Technik und nicht in erster Linie mit zum Beispiel Entwürfen von Gesetzen oder der Abwehr von Entwürfen von Gesetzen. Jetzt gibt es ja auch Ansätze auf übergeordneter Ebene, in die Regulierung einzugreifen. Also vielleicht klären wir erst nochmal die Frage, inwieweit eine Regulierung überhaupt für nötig erachtet wird. Wir hatten ja die schöne Erklärung von John Perry Barlow schon angesprochen, also dem einen der Mitgründer der Electronic Frontier Foundation, einer der größten Bürgerrechtsorganisationen im Bereich Hightech-Politik in den USA. Damals hieß es ja ganz klar, ihr alten Mächte, ihr habt keinen Zugang hier, ihr habt hier nichts zu verloren im Internet, ihr bleibt draußen. Du hattest das so ein bisschen als Vorbild bezeichnet. Ist das nach wie vor in dem Punkt da oder wie weit kann Regulierung, soll Regulierung gehen? Also, dass die alten Mächte draußen bleiben, scheint sich ja auch nicht bewahrheitet zu haben. Ich habe das jetzt nur, weil du diesen Begriff der Charta irgendwie angesprochen hast, war das Einzige, was mir dazu in Sinn kam. Also grundsätzlich, Regulierung ist natürlich immer, also heißt im Moment, wenn man im Bereich der Netzpolitik irgendwie Regulierung hört, dann ist das eigentlich immer eher, dann schwant so Unheil am Horizont. Was wir ja eigentlich auch ganz klar sagen, ist, dass wir davon ausgehen, dass es digitale Bürgerrechte gibt und geben sollte und dass die auch entsprechend festgelegt werden sollen. Also da kommt natürlich dieser mir nicht so ganz vertraute Begriff einer Charta irgendwie durchaus eine Rolle spielen. Also ich denke, dass sich eigentlich auch einfach aus der Bedeutung, die also diese Infrastrukturnetz in der Gesellschaft hat, ganz klar irgendwann ableitet, dass es auch nicht mehr irgendwie diese Netzgemeinschaft oder sowas gibt. Wir reden ja auch nicht mehr von den Straßenverkehrsteilnehmern, außer beim ADAC vielleicht. Aber es gibt irgendwie in diesem Bereich dann, also bei einer öffentlichen, wichtigen Infrastruktur einfach, die hat irgendwann eine Bedeutung erlangt, dass sie alle Menschen betrifft und dass Einschnitte darin sehr negative Auswirkungen haben können. Und wenn ich jetzt irgendwie Straßenverkehr sage, dann kann ich auch als Beispiel mal irgendwie Wasserversorgung oder so nehmen. Da sieht man ja, was für Probleme entstehen. Es haben zwar trotzdem noch irgendwie alle Wasser, aber da gibt es irgendwie sehr komische Unterschiede, wie sowas passieren kann. Und ich denke, dass so eine Infrastruktur, die derartig wichtige Bedeutung hat, eben möglichst frei von bestimmten Partikularinteressen und inhaltsneutral einfach funktionieren sollte, um allen Menschen und allen Interessenvertretern darin auch gleiche Ausgangsbedingungen zu bieten und um so der Gesellschaft von optimalem Nutzen zu sein. Wie sieht der CCC das Thema Regulierung insgesamt? Hat das noch diesen Schreckenswert, dass man sagt, hier wird alles kaputt gemacht, was so entstanden ist an Freiräumen im Internet? Naja, natürlich muss ich schon zugeben, dass es im CCC nicht wenige Leute gibt, die manchmal den alten Zeiten hinterher trauern, als man noch irgendwie selber bestimmen konnte, wie und welchen Geschwindigkeiten man sich im Netz bewegt. Aber also wir müssen einfach hinnehmen, dass es vorbei ist und dass es ein Raum ist für viel mehr Menschen als ein paar Hacker und dass sich dadurch aus meiner Sicht ein Zwang ergibt, zu regulieren. Denn schlicht, das Netz bedeutet heute viel Geld, was man machen kann, natürlich nicht nur mit den Inhalten, sondern vor allen Dingen mit der Infrastruktur. Und da ist aus meiner Sicht überhaupt gar kein anderer Weg, als dass der Staat dort die Regeln setzt. Und er soll sie so setzen, dass es eben, genau wie Linus es eben schon sagte, möglichst zum Vorteil von allen ist. Also uns wird ja da oft eine gewisse Wirtschaftsfeindlichkeit vorgeworfen. Ich sehe das aber eigentlich nicht so. Wir haben halt einfach, wenn wir an die Regulierung des Netzes denken, insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen im Blick.
und eben weniger die großen Konzerne wie etwa die Telekom, sondern wir wollen, dass das Netz so reguliert wird, dass die Möglichkeiten den Leuten offen stehen und dass natürlich am Ende auch vor allen Dingen in Fragen der Netzneutralität tatsächlich mal noch Internet nach Hause kriegt und nicht irgend so ein Yahoo, AOL, YouTube Zugang. Ja. Also das ist uns schon besonders wichtig. Das ist aber sicherlich auch eine Eigenart des CCC, denn also die technischen Protokolle, die die Mitglieder überwiegend benutzen, haben nicht so sehr viel mit diesem Web 2.0 Bund Clicky zu tun. Und wir werden quasi die Ersten, die betroffen werden, wenn es dazu kommt, dass viele der großen Anbieter eben nicht mehr Internet anbieten im eigentlichen Sinne, sondern so ein bisschen Netzzugang. Und da wehren wir uns durchaus auch aus eigenem Interesse. Wie weit das Internet in der Politik angekommen ist, wird ja auch immer mit der Frage verknüpft, braucht es eine Art Piratenpartei? Jetzt haben wir hier in Berlin gerade Umfragen gesehen, dass die Piratenpartei eventuell 6,5% erringen könnte und damit erstmals in Deutschland in einem Parlament auch mit säße. Ist das... Wie sehen Sie diese Entwicklung? Also braucht es hier wirklich so junge, frische, aufstrebende Parteien oder decken das die anderen eigentlich letzten Endes mit ab, wenn eigentlich doch der Tenor ist, dass das Internet so in der Gesellschaft, in der Wirtschaft angekommen ist? Ja, wir sehen natürlich jetzt in allen Parteien mittlerweile netzpolitische Sprecher, netzpolitische Arbeitskreise, manchmal mehr als einen pro Partei. Wir sehen, dass die Jugendorganisationen der Parteien sich da sehr einbringen. Ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass alle, vielleicht mit einer Ausnahme, irgendwie alle Parteien sich diesem Netz zuwenden. Insofern muss, glaube ich, die Piratenpartei selber auch mit sich ringen, wie sie sich definiert. Ich glaube, das hat sie in gewisser Weise getan, so wie ich das von außen beobachte. Nämlich zu sagen, also wir erweitern unser Programm auch um Punkte, die nicht nur mit Netzpolitik im engeren Sinne zu tun haben, sondern wir versuchen nach und nach ein Vollprogramm zu machen. Offenbar zumindest in Berlin, wenn man den Wahlkampf so betrachtet, ist das ja nicht unerfolgreich. Wir haben ja nun anderswo in Europa, nämlich namentlich in Schweden, beobachten können, wie die Entwicklung so einer Partei weitergeht, wenn sie eben Parlamentssitz erringt, wie im Europäischen Parlament. Ich denke, das könnte spannend sein, wenn die Piratenpartei hier einzieht. Aber wir erleben ja ohnehin gerade einen sehr großen Umbruch in dieser Parteienlandschaft und in der Form, wie man Koalitionen gründet. Also wer hätte schon vor 2 Jahren gedacht, dass wir eventuell mal eine grüne Bundeskanzlerin im Rahmen des tatsächlich Möglichen haben für die nächste Wahl oder so. Also da passiert ja gerade viel. Da würde mich nicht wundern, wenn die Piratenpartei eventuell schaffen könnte, sich dabei zu etablieren. Dazu muss man, glaube ich, aber vor allen Dingen eins haben. Und das haben die Parteien, die jetzt über längere Zeit in den Bundestag geschafft haben, immer gehabt, nämlich eine Vision für die Zukunft. Darauf wird das ankommen, aus meiner Sicht. Ich finde das gerade einfach nur spannend, aber ich beobachte das natürlich aus der Ferne, denn der CCC hat sich immer und gegenüber allen Parteien versucht, neutral zu verhalten, sodass wir auch mit allen noch reden können und uns keine Partei zuordnen. Aber es gibt natürlich auch im CCC Piratenparteimitglieder. Sympathisanten, könnte man so sagen. Wie ist es bei der digitalen Gesellschaft? Ich freue mich, wenn so eine Partei mit diesen Themen Erfolg hat. Ich bin selber nicht Mitglied der Piratenpartei. Ich habe auch mit digitaler Gesellschaft überhaupt mit meiner eigentlich fürs Leben festgelegten Maxime gebrochen, niemals Mitglied irgendeiner Vereinigung zu werden, die so verkommen ist, mich aufzunehmen. Deswegen bin ich nicht Mitglied der Piratenpartei. Aber ich finde das also sehr erfreulich. Natürlich kenne ich hier in Berlin auch viele der Mitglieder und ich glaube, dass das dass es erstmal nur positiv sein kann, wenn die Jungs da einfach mal eine Möglichkeit haben. Jungs und Mädels natürlich. Ja, die haben auch ein Frauenproblem. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu der Vision für das Internet. Also wir haben uns ja doch so ein bisschen angenähert, dass vielleicht so eine Art Zusammenstellung von ein paar Punkten, Charta oder auch nicht, wie immer man das dann nennt, vielleicht doch gar nicht so schlecht sein könnte. Jetzt gibt es ja hier auch einen übergeordneten Rahmen, wo alle quasi so zusammenkommen sollen, Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und zwar ist das das Internet Governance Forum, das ja auch in schöner Regelmäßigkeit in verschiedensten Ausgestaltungen tagt, wo es auch immer wieder so ein paar Gipfel gibt.
wo die deutsche Politik nicht unbedingt dabei ist, aber sich vielleicht noch einklingt per Internetschalte oder sonst was in letzter Zeit zumindest. Ist das so ein Rahmen, wo man sagt, da könnte was entwickelt werden in diese Richtung? Oder ist das doch auch nur so ein symbolisches Darstellen von Gemeinsamkeiten und Konsens? Also aus meiner Sicht ist eigentlich das Internet Governance Forum kein zukünftig erfolgreiches Gremium. Es hat mehrere Gründe. Also ich hatte, als ich damals etablierte und gerne auch den Kontakt zu den Mitgliedern suchte und mal mir die Dokumente dann durchlas, also hörte sich alles sehr gut an, aber bleibt aus meiner Sicht ein Papiertiger, der im Übrigen von der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht wahrgenommen wird. Ich habe kürzlich mal darüber einen Vortrag gehalten, auch über die Inhalte, und ich saß vor einem Publikum, die also zu 90% keine Ahnung hatten, was das überhaupt soll. Und es hat natürlich auch für die entscheiderische Ebene wenig Belang. Insofern, also ich würde das noch hinter der Enquete-Kommission einsortieren, falls das eine belastbare Aussage ist. Also ich fand die Idee toll, will ich wirklich nichts gegen sagen, weil man sich ja auch internationaler abstimmen muss. Aber letztlich scheint mir der Ansatz nicht sehr zielführend. Der Grundansatz ist ja dieses vielbeschworene Multi-Stakeholder-Modell, das also sagt, dass wirklich halt alle Interessensgruppen am Tisch sitzen und gleichberechtigt sind. Ist ja eigentlich erstmal ein Erfolg durchaus für die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen. Aber trotzdem sagst du, nee, das bringt nichts. Also ich finde, es ist halt ein bisschen daran gescheitert, dass man die Forderungen und die sinnvollen Dialoge, die man dort die am Ende in so Papiere kumulieren, dass man die nicht auch vermitteln kann. Also mir scheint auch, dass das nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern natürlich auch in den anderen Ländern. Ich finde den Ansatz, wie gesagt, gut, keine Frage, aber mir scheint, nachdem ja nur schon mehrere Jahre diese immer wieder neue Papiere produziert werden, dass das keine durchschlagende Wirkung hat. Das hat also auf die Gesetzgebungsprozesse in Brüssel oder in Berlin aus meiner Sicht keinen Einfluss. Linus, wie ist es bei euch? Habt ihr Kontakte zum IGF? Also es ist ja letztlich auf UNO-Ebene auch. Also seid ihr da dabei oder glaubt ihr auch, dass das wenig Sinn macht, da Ressourcen einzusetzen? Ich glaube, Markus fährt da öfter hin. Ich habe da nicht mehr so den Überblick, wo er überall hinfährt. Ich kann eigentlich nur Konstanze zustimmen, dass das offensichtlich schade ist oder traurig ist anzusehen, dass dieses Teil oder diese Institution eben offensichtlich einfach nicht wahrgenommen wird, woran auch immer das liegen mag. Also die Öffentlichkeitswahrnehmung ist tatsächlich... Ja, mir scheint also, da bräuchte man auch ein, zwei Menschen, die doch offensiv die Ziele und die formulierten Wünsche und auch die Regularien, die sich dort da so in den Papieren finden, auch nach außen tragen. Ich glaube, das war aber nie Teil des Konzepts, das auch den Menschen, die am Ende alle betroffen sind, also irgendwie nahe zu bringen. Daraus ist, ich finde es schade, das heißt aber nicht, dass es unrettbar ist. Also ich meine, wir wissen, dass solche Gremien in der Regel ein sehr großes Beharrungsvermögen haben. Würdet ihr generell sagen, dass eure Schwerpunkte durchaus nach wie vor auf der nationalen Ebene sind, auch im internationalen Internet? Oder gibt es schon vermehrt auch Bestrebungen, da international was zu reißen? Also für den CCC könnte ich definitiv sagen, dass wir doch einen großen Schwerpunkt auf der nationalen Ebene haben. Aber ich habe natürlich in den letzten Jahren immer wieder mal gelernt, also ich habe zunächst Demut gelernt, nämlich immer dann, wenn man andere Länder bereist, zumal solche in Europa, die als vordemokratisch gelten, dann lernt man doch sehr schnell, wie viel Leute dort auf die deutschen Urteile, auf die deutsche Gesetzgebung, auf die deutschen Streits um Regulierung gucken. Mir ist kürzlich in Moskau so gegangen, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also es gab dort eine Konferenz vom Goethe-Institut mit so Aktivisten und Taktivisten und wir haben uns darüber unterhalten und ich bin sehr viel angesprochen worden auf das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, auf die Wahlcomputer, auf die Frage der Netzsperren. Das heißt, es spielt eine enorme Rolle für diese Länder. Welche Regelungen wir hier treffen und wie die Streits am Ende ausgehen, das hat mich auch sehr motiviert. Insofern, also es gibt jetzt Übersetzungsprojekte, die dann nachfolgen, weil die auch oft eine Sprachbarriere ist. Also insofern blicke ich schon ein bisschen hinaus über Deutschland, aber ich sehe, dass wir, oder zumindest das geht auch für mich persönlich, eher gucke, dass wir hier echt genug Fronten haben, an denen wir noch zu gewinnen haben oder zumindest mal kämpfen sollten, als dass ich jetzt mir zutrauen würde, dass der CCC sich als eine riesige Lobbyorganisation auch noch nach Brüssel wendet. Natürlich, ich hatte ja EDRI erwähnt,
Es gibt auch Kooperationen mit den Franzosen, La Quadrature du Net oder mit der Open Rights Group oder Bits of Freedom in Holland und in Großbritannien. Das gibt's alles. Und natürlich mit den Amerikanern auch, aber ich will da nicht irgendwie den römischen Imperiumsweg gehen, no overstretching. Also ich denke, man sollte auch nur leisten oder versuchen zu leisten, was man leisten kann. Und ich hatte erwähnt, der CCC macht ehrenamtliche Arbeit. Insofern sollten wir nicht versuchen, die Welt zu retten, sondern an konkreten Problemen hier zu arbeiten. Und natürlich klar ist, dass halt viele solche Sachen, die einen dann hier in Deutschland jahrelang verfolgen, wie die Vorratsdatenspeicherung. Verfolgen ist schön. Natürlich in Brüssel erstmal entstehen und natürlich, also werden. Der europäische Umweg ist uns durchaus ein Begriff und die Mechanismen haben wir bei der Biometrie oder bei der Vorratsdatenspeicherung bei vielen einzelnen Sachen oder überhaupt europäischen Projekten wie SWIFT oder Passenger Name Records immer wieder beobachtet. Wir stehen dem auch mit einer gewissen Entrüstung gegenüber schon, weil natürlich die Mechanismen sehr offen liegen, vor allen Dingen dann, wenn das deutsche Parlament explizit eine Ablehnung mehrheitlich, wie etwa bei der Biometrie, abgestimmt hat. Da sind wir auch oft verärgert drüber, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir da jetzt die schlagkräftigen Ideen haben, aber wir können ja vielleicht auf die DigiGuess hoffen, die uns da in Zukunft rausreißen wird. Das Stichwort. Ja, wir bemühen uns um eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit den Organisationen und wir haben auch zwei Leute in Brüssel sitzen. Also wir haben da einen Briefkasten. Nein, die sitzen da tatsächlich. Zwei Personen, die uns da auf dem Laufenden halten und dort hoffentlich guten, knallharten Lobbyismus betreiben, um Elend von Europa abzuwenden. Knallharter Lobbyismus der Netzgemeinde, das halten wir natürlich fest. Die Frage ist, wie nachhaltig sind denn diese netzpolitischen Kampagnen im Moment? Oft ist es ja so, okay, man klickt da mal auf eine Petition oder man unterschreibt das sogar vielleicht mal und geht vielleicht einmal im Jahr zu der großen Vorratsdatenspeicherung Demo, Anti-Demo natürlich morgen, 13 Uhr. Reicht das dann oder ist das so, wo sich der netzpolitische Protest erschöpft oder auch der Wille an der Zusammenarbeit oder nimmt das jetzt andere Züge an? Also die Zusammenarbeit, die ist schon kontinuierlich mit den verschiedenen Gruppierungen und da sind natürlich auch, was Constanze gerade schon ansprach, wenn sie in Russland angesprochen wird auf deutsche Ergebnisse. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich, wenn deutsche Lobbyisten dann die gleichen Studien aus dem Hut ziehen, die vor einem Jahr bei der gleichen Debatte in den USA herausgehoben wurden, dann machen wir uns sparen wir uns das nochmal neu nachzurecherchieren, warum das alles Unsinn ist und übersetzen einfach die englischen Texte, die wir dann von Bekannten zugespielt bekommen. Für den grundsätzlichen Stand der netzpolitischen Kampagnen muss ich vielleicht auch echt einfach traurig sagen, dass ja gerade die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung gibt und ich ein bisschen... Ja, noch also nicht der Riesenerfolg. Genau, sie ist überhaupt nicht der Riesenerfolg. 22 jetzt schon? Ja, müsste jetzt, glaube ich, 24 sein oder so. Als ich gerade aber reicht habe. Ja noch nicht zu den 50. Nee, waren. Reicht nicht zu den 50 und muss Montag soweit sein. Deswegen haben wir auch vorne Zettelchen, können Sie unterschreiben, die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben auch einen Computer da, da werden unsere freundlichen Helfer Ihnen gerne Sie gerne dabei unterstützen, diese Petition zu zeichnen. Da hilft es auch nicht, sich damit zu entschuldigen, dass diese Petition, dass man eigentlich nicht mehr damit gerechnet hat, dass die freigeschaltet wird und irgendwann plötzlich, also alle dachten schon so, naja, okay, das können wir irgendwie abhaken und plötzlich kommt dann übrigens, eure Petition ist im Internet, seht mal zu und dann eben dieser aufgeschreckte Haufen, ja, auf einmal sagen, Mist, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir das innerhalb kürzester Zeit hinkriegen. Und das jetzt irgendwie ein bisschen, sieht im Moment schlecht aus. Also ich male da jetzt mal schön schwarz und gleich gehen alle raus und wenden sich dann bitte an den Tisch, an dem digitale Gesellschaft steht. Und aber ist das nicht vielleicht so, doch so ein allgemeiner Trend, dass man sagt, okay, da tritt eine gewisse Müdigkeit ein, wenn man immer wieder denselben Forderungen gegenüber steht und dass die traditionellen Mächte oder wie auch immer wir sagen, da vielleicht doch so ein bisschen am längeren Drücker sind, also zumal ja auch die Netzgemeinde in der Frage der Vorratsdatenspeicherung inzwischen ein bisschen gespalten ist. Die SPD-Netzpolitiker haben da ja gerade so ein Papier
in den Umlauf gebracht, oder es wurde in den Umlauf gebracht, wo eben doch so eine gewisse Zuneigung zu gewissen Teilen der Vorratsdatenspeicherung da ist. Also ist das so ein Thema, wo man sagt, irgendwann passiert doch irgendwie was in die andere Richtung? Also es gibt ja 1000 Sprichworte dafür, ne? Also steter Tropfen hüllt den Stein und was alles für Sprichwörter dafür gibt, Zermürbungstaktik, da gibt es 1000 Begriffe für, was die Netzcommunity da im Prinzip gerade erlebt. Oder die netzpolitische Bürgerrechtsbewegung da gerade erlebt. Und natürlich muss man irgendwie aufpassen. Ich merke das ja selbst bei mir, dass ich teilweise so ein Vorratsdatenspeicherungsding auch an mir vorbeigeht, weil ich, selbst ich als jemand, der sich da tagtäglich mit auseinandersetzt und auch eigentlich diese Prozesse in ihrer Bedeutung inzwischen vielleicht beurteilen kann, dass ich manchmal auch denke, beim ersten Lesen, oh, ist ja schon wieder Vorratsdatenspeicherung, können wir es nicht irgendwann mal hinter uns bringen? Und dann erscheint ja vielleicht echt sogar die Option aufzugeben, damit es nur endlich aufhört, am Horizont. Ja, aber das ist natürlich keine Lösung. Deswegen habe ich auch gesagt, es wäre halt sehr schön, solche Themen tatsächlich mal endgültig irgendwie, so den endgültigen Erfolg etwas festzulegen. Man denkt ja eigentlich, dass das bei der Vorratsdatenspeicherung mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vielleicht irgendwann, aber da sitzen Leute am anderen Ende, denen ist selbst das völlig egal, ja, die machen dann irgendwie immer weiter. Das ist schon ermüdend, ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir versuchen diesem Modell von anderen Organisationen zu folgen und den Leuten für diese mühselige Arbeit ja eine annehmbare finanzielle Kompensation. Schmerzensgeld. Wir sind Schmerzensgeld-Sammelverein. Nein, also das sehe ich schon prinzipiell anders. Also ich glaube, das betrifft auch viele Leute im CCC, das würde ich nicht unbedingt nur für mich sagen. Ich glaube, dass die Lust am Aktivismus und sich für die Ziele, an die man wirklich glaubt, einzusetzen, vielen mit Empörung und Entrüstung zu tun hat. Und bei mir, zumindest wenn wir am Beispiel Vorratsdatenspeicherung machen, ist diese Empörung noch längst nicht weg. Und ich habe auch keinen, jetzt kann ich das aber nicht mehr hören, zumal ja gerade die neuen Begrifflichkeiten, die Mindestspeicherpflicht jetzt so als neuer Name, dann braucht man vielleicht nicht mehr mit dem alten Begriff umgehen. Für mich ist es eigentlich immer noch so, dass ich, wenn ich das argumentativ durchdenke, auf jeden Fall der Meinung bin, dass es sich lohnt, dagegen zu kämpfen. Und es lohnt sich umso mehr, wenn man halt über den deutschen Rahmen hinausguckt und vielleicht auch mal an andere denkt, die vielleicht nicht ganz so privilegiert und rechtsstaatlich haben wie wir hier. Und insofern, also da habe ich keine Ermüdungserscheinung. Ich glaube auch, dass die Kampagnen am Ende nachhaltig sind, weil eine gute Kampagne setzt sich vor allen Dingen aus guten Argumenten zusammen. Und die sterben nicht wirklich aus. Die muss man manchmal technisch anpassen, weil sie von irgendeiner technischen Entwicklung überholt werden. Aber ich glaube, die sind nicht wirklich alarmend. Natürlich, also beim Club gibt es so eine gewisse Haltung, dass wir... Also wir versuchen schon, wenn wir uns wirklich Arbeit machen, das an den richtigen Stellen zu machen. Also wir schreiben etwa keine Stellungnahmen mehr zu irgendwelchen Gesetzgebungsverfahren, weil wir einfach gelernt haben, dass das auf dem großen Stapel der vielen Papiere landet und das eigentlich niemand liest und auch keinen wirklichen Sinn ergibt. Insofern versuchen wir schon, die Kräfte, die wir da haben, irgendwie zu fokussieren auf wirklich entscheidende Dinge und das dann richtig zu machen. Aber ich habe da keine Ermüdungserlärmungserscheinung. Also fürs Protokoll, bevor es jetzt nachher heißt, der Neumann ist ermüdet von der netzpolitischen Arbeit. Ich wollte, die Frage war ja, wie ich mir das erklären möchte, dass im Moment gerade bei dieser Vorratsdatenspeicherung oder bei aktuellen Kampagnen da offensichtlich so ein bisschen der Elan fehlt und auch in der Breite der Bevölkerung vielleicht die Empörung. Nicht bei denjenigen, die irgendwie versuchen, diese Kampagnen irgendwie zu leiten, aber irgendwie müssen wir uns ja erklären, warum bis jetzt gerade mal nur 24.000 Leute eine Petition gegen eine Vollüberwachung der Bevölkerung unterschrieben haben. Also das war eben diese Ermüdungserscheinung, waren mein Erklärungsansatz dafür, warum das bis jetzt noch nicht passiert ist. Und ich weise den Vorwurf von mir oder den Anschein von mir, dass ich nicht mehr hochmotiviert sei. Okay, ich denke, wir werden da jetzt keine abschließende Lösung mehr finden. Ich würde gerne noch ein bisschen ins Publikum gehen. Wir haben noch 5 bis 10 Minuten, beziehungsweise danach kommt die Kaffeepause. Also wir können gerne auch länger diskutieren, aber es geht von Ihrer Kaffeepause ab. Insofern, wer sich hier, ich sehe schon eine Reihe von Wortmeldungen, wenn Sie sich vielleicht an das Mikro kurz begeben, 1, 2, 3 hatte ich hier.
gezählt und sich kurz vorstellen und möglichst, also wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für Gegenstellungen, Namen, sondern am besten eine Frage noch an unsere beiden Mitstreiter formulieren. Ja, also mein Name ist Jan Kranke von der Deutschen Telekom und es würde sicherlich nicht verwundern, wenn dann ein paar Punkte wir auch anders sehen. Ich finde einen Punkt erstmal nur von der Struktur ein bisschen schade. Letztes Jahr saß ich auf dem Panel, da wurde mir der Vorwurf gemacht, das wäre ein reines Netzbetreiber-Panel. Jetzt ist die Situation, sage ich mal, umgekehrt. Ich würde mir eigentlich mehr, sage ich mal, gemischte Panels für eine Diskussion wünschen, finde ich, glaube ich, etwas sinnvoller. Ich will jetzt gar nicht inhaltlich in alle Punkte, die Sie so angerissen haben bezüglich Netzneutralität, Regulierung, da könnten wir wahrscheinlich noch Wochen drüber diskutieren. Nur mal einen Punkt, der mich interessieren würde, jetzt vor allem an Linus Neumann bezüglich der digitalen Gesellschaft. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, als das gegründet wurde, war kurz danach ein Artikel in der FAZ von Beckedahl, wo er relativ klar sagte, nein, es darf hier nicht jeder Mitglied werden, wir sind gerade nicht basisdemokratisch. Er sagte, ich kriege es nicht mehr wörtlich hin, aber so ungefähr, ich habe keine Lust, mich mit all diesen Strömungen auseinanderzusetzen, sondern wir fokussieren uns auf ein paar Themen. Auf der anderen Seite sehe ich sozusagen, dass die digitale Gesellschaft sich natürlich positioniert als ein, wie Sie sagten, Lobbyverband, was völlig legitim ist. Das finde ich auch nichts Verwerfliches. Aber sagen wir mal, den Anspruch dessen, was sie nach außen fordern, nicht unbedingt dem entsprechen, wie sie sich intern organisieren. Also sozusagen für die gesamte Netzgesellschaft zu sprechen und gleichzeitig zu sagen, ich schließe einen Teil aus, ist zumindest merkwürdig. Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, aus Sicht der Telekom oder für jedes andere Unternehmen auftreten, ist es zumindest eindeutig sozusagen, wofür man steht und wen man vertritt. Und da mal die Frage sozusagen, wie Sie... Also genau, was ist jetzt die Frage? Also die Frage ist, der interne Organisation... Sie sprechen sozusagen in Ihrem Auftritt nach außen ja für die Net-Community. So treten Sie nach außen sozusagen auf. Okay, ja gut, ich beantworte einfach die Frage. Ja. Okay. Also wie ich ja zu Beginn gesagt habe, meinen wir Interessen zu vertreten, die also die bürgerlichen Interessen oder die Bürgerrechtsinteressen in diesem Gefüge Netz sind. Und ich habe ja auch bereits zu Beginn gesagt, dass ich also sehr froh wäre, wenn es also mal Kritik gebe, also ich fände es auf jeden Fall mal interessant, ob sich mal eine Bürgerrechtsorganisation gründet, die sagt, nee, wir finden aber, was weiß ich, die Forderung gegen Vorratsdatenspeicherung des Vereins Digitale Gesellschaft, der entsprechen wir nicht und deswegen widersprechen wir ihr. Der Grund, warum in dem Verein Digitale Gesellschaft darauf geachtet wird, dass man vielleicht ein gewisses Niveau an Kompetenz von seinen Mitgliedern erwartet oder sich mit denjenigen zusammensetzt, mit denen man gleiche politische Ansichten hat, ist tatsächlich, dass man diesen Verein, das Wichtige dieses Vereines ist, dass er möglichst schnell reagieren kann und dass er schnell auf Anforderungen, auf politische Themen und so weiter reagieren kann. Das ist einfach in einer größeren basisdemokratischen Organisationen so nicht mehr möglich. Das wissen Sie auch, sonst würden Sie ja nicht bei der Telekom, also wenn Sie die Telekom irgendwie basisdemokratisch organisieren würden, dann wäre das, also da könnte ich mir vorstellen, dass das noch schlechter liefe, als es jetzt gerade läuft. Also. Okay. Das war überhaupt die Idee, warum man überhaupt einen neuen Verein gründet, weil es gibt ja die anderen, in denen ja auch viele unserer Mitglieder gleichzeitig engagiert sind, dass man gesagt hat, okay. Bitte immer ins Mikro sprechen, aber wir. Also jetzt, es war, glaube ich, gerade ein Faschismusvorwurf, weil das irgendwie. Ach so, was denn? Wenn Sie kurz ans Mikrofon gehen, also ich möchte das nur ganz kurz vielleicht einmal abschließend darstellen. Es ist also ein Verein. Können wir das sonst auch noch bei der Kaffeepause klären? Darf ich das? Also es ist ein Verein, der hat sich bestimmten Zielen verschrieben und da wird die Mitgliedschaft ist erstmal nicht jedem offen
Und dieser Verein möchte eben so agieren. Und ich denke, dass bis jetzt es zeigt, dass das relativ effizient ist. Wenn da der Vorwurf ist, dass, also dieser Intransparenzvorwurf, ja, also von mir aus stellen wir haben ja jetzt sogar alle Mitglieder, glaube ich, online stehen. In den USA oder in Frankreich, La Quadrature du Net hat sehr viel weniger Transparenzen. Das ist sogar, glaube ich, eine Firma als Organisation, die da Lobbypolitik betreibt. Also ich weiß irgendwie nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das jetzt der einzige Vorwurf ist, der von der Telekom kommen kann. Ich denke, ihr wollt einfach so eine schlagkräftige Organisation sein und deswegen jetzt halt keine basisdemokratischen Abstimmungen bei jeder Entscheidung, sondern dass eben auch jemand sagt, okay, das ist die Linie, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben den Gong schon wieder, deswegen stimmt nicht. Bitte ans Mikro, weil sonst es wird übertragen im Internet. Dachte ich doch, oder? Gibt's sowas? Bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Joram Blumberg, ich bin Designer. Ich zähle mich auch zur Netzgemeinde. Ich stimme bei vielen Sachen der digitalen Gesellschaft zu und auch anderen Vereinen. Aber die Intransparenz der digitalen Gesellschaft ist für mich der größte Kritikpunkt an derer selbst. Und ein Verein hat eine Satzung. Jeder, der dort Mitglied werden will, der muss sich an diese Satzung halten. Ja. Ja, und daher verstehe ich nicht diese Schlagkräftigkeits, diesen Anspruch. Na, dann gründet kein Verein. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und die Kritik kam nicht nur von der Telekom heute, sondern sie kommt beständig seit der Gründung. Und ihr schafft es immer wieder, das wegzubügeln irgendwie. Das ist das Einzige, was ich euch vorwerfe. Ja, aber ich freue mich, dass das Einzige ist, weil ich, wie gesagt, ich fände es super, wenn du irgendwie inhaltlich eine Kritik an den Zielen oder den Vorschlägen, die dieser Verein macht, hättest. Was mir auffällt, dieser Vorwurf, ja, das ist aber intransparent oder da darf nicht jeder Mitglied werden, den höre ich ausschließlich von Menschen, die es sowieso nie werden würden. Ja? Also es okay. Ist... Hab einen schönen Tag noch. Ja, also ich denke, wir müssen das dann in der Kaffeepause klären. Gibt es noch andere? Also, Entschuldigung, wenn ich Fragen? Das ganz kurz nie ganz werden kurz. Wollen würden, ja. Also, es war jetzt nicht, dass es, bevor das jetzt wieder als Intransparenz oder sonst was, gewertet wird. Okay, gibt es noch. Ich bin froh darüber, dass wir die Gewissensprüfung bei der Wehrpflicht abgeschafft haben. Das ist doch, also, Entschuldigung, diesen Vorwurf, ich verbitte mir diesen Vorwurf. Jetzt wird's turbulent. Also ich habe doch gerade gesagt, es sind auf der Liste der Stellungnahmen sind noch mindestens 20 Plätze. Das müssen wir wirklich in die Kaffeepause. Gibt es noch eine Frage, die sich jetzt nicht genau auf dieses Transparenzthema bei der digitalen Gesellschaft bezieht oder Vermittlungsstrukturen gibt es hier? Sonst, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, gehen wir in die Kaffeepause und da gibt es jetzt Möglichkeiten, das ganz entspannt mit Mediatoren zusammen zu besprechen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Mitstreiter hier auf dem Podium und bei Ihnen natürlich auch für die Aufmerksamkeit im Publikum. Dankeschön. Danke.